So, live aus dem Hammock. Guten Morgen, meine Lieben. So, die erste Nacht haben wir überstanden. Mehr oder weniger gut. Was wir so gehört haben, wir müssen jetzt alle noch ein bisschen am Setup feilen, damit es dann ein bisschen perfekter wird. Also bei mir war total kurios. Ist zwar bekannt, dass der Boden wasserundurchlässig ist, aber bei mir stand heute Nacht Wasser im Hammock selbst drin und auch Schlafsack relativ feucht. So, jetzt weiß ich, entweder habe ich da irgendwas mit der Isomatte oder so einfach falsch gemacht oder das mit dem BW-Schlafsack und Fließinlet in Kombination mit noch ein bisschen krank hat dafür gesorgt, dass ich dermaßen geschwitzt habe, dass einfach alles zu spät war. Naja gut, sei es drum. In jedem Fall Nacht eigentlich gut überstanden. Also ich habe dann ein paar Passagen gehabt, wo ich wirklich sehr, sehr gut geschlafen habe. Die anderen plus minus auch zufrieden. Gibt jetzt Frühstück. Reichlich davon. Mit Brötchen und Eiern, Speck und diese ganze Geschichte. Also wir lassen es uns richtig gut gehen. Und dann werden wir irgendwann mal hier abbauen. So in einer Stunde vielleicht. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Diese 10 oder 15 Kilometer an der Bahnstrecke da entlang und durch den Tunnel. Ja, muss mal gucken. Und ich zeige euch jetzt mal Frühstück. Junge, 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 ja. Hier die letzten Abbauarbeiten. Man muss sagen, Stefan, das ist schon passiver Widerstand. Er baut absichtlich so langsam auf, weil er nicht weg will. Schon allerhand. Weißt du, was wir auch mal testen können? Ob dieses DD-Tab in meinen Rucksack passt? Das ist doch die Frage. Da würde ich dir vorschlagen, mal Herberts zu nehmen. Besser. Ja, besser, ja. Auch farblich schon. Ja. Oh, so, Kevin bereitet auch das Ziehungsgerät vor, so wie es aussieht. So, nochmal Schwenk. So, von der Hiking-Tour zur Durchschlageübung. Guckt euch die Chaoten an. Hier. Ja, herzlich willkommen mitten in der Natur. Kevin haben wir abgehängt. Also lauschiges Plätze ist es, ja. Hier, kleine Flussüberquerung oder Bächchen. So, da oben geht es jetzt wohl weiter mit dem Weg. Der liebe Stefan hat sich geopfert. Jetzt klatschen also Füße, um eine behelfsmäßige Brücke zu bauen. Das könnt ihr beim Kevin auf dem Channel sehen. Der Hiopai hat es nämlich gefilmt mit der Kamera über dem Fluss. So, jetzt noch durch die Brombeerhecke. Weiter geht's. Oh, und wie man sieht, Gleise. So, also Ritterlichkeit hat ein neues Gesicht und einen neuen Namen. Ich nominiere Müller Stefan für die Bushcraft Medal of Honor, der sich in den Bach geschmissen hat für uns und hat teuer bezahlt, klatschnasse Füße. Aber er lässt sich nichts anmerken.
so am Fuße der ersten Brücke. Ich kann jetzt aber überhaupt nicht zuordnen, welche Brücke das ist. In jedem Fall, so viel ist jetzt mal sicher. Begehbar ist sie leider nicht, können wir nicht drauf, auch wenn die nicht mehr befahren ist. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Wir wollen da oben den Schienen folgen. Da die Bahnlinie oder die Brücke da. Die ist gesperrt, die ist nicht begehbar. Deshalb machen wir jetzt hier den Aufstieg auf der anderen Seite. Ja. Dann schauen wir mal. Dann dürfte es bis zum Tunnel nicht mehr so weit sein. So, der Aufstieg ist geglückt. Hier noch ein altes Stationshäuschen. Hier ist alles verwildert. Wie gesagt, Kevin hat irgendwas gesagt, Mitte, Ende der 80er ist hier das letzte Mal die Bahn gefahren. So. Da sind wir endlich. Wie lange hat die... So, nächste Besonderheit auf der Tour, wir überqueren jetzt die Brücke, die begehbar ist. Die Jungs sind schon vor. So, auf geht's. Stefan, bitte, tu es nicht. Denk nicht drüber nach. Bis gleich. Ja. Jungs, ich kann hier nicht mehr weiter, ich habe Höhenangst. Spider-Man! Hunger! Ist hier Kaffeepause? Ja, da liegt schon mal ein paar kurze Stück Holz. Könnten wir eigentlich machen, oder? Ja. Das geht immer schnell. Scheinbar, gell? Ja, immer aber auch. Ne, das ist Sprudel. Das ist ja das hier. Ich werde mit alle Tricks geschafft im YouTube. Oh, guck mal, Kaufempfehlung, Link unten in der Beschreibung. 30 Sekunden, ja, aber gut. Selbstauslösern kannst du mitrufen, da kennst du das. Ja, hab ich, aber... Ist soweit. Leuchtstäbchen wurden ausgeteilt. Der Tunnel. Jungs, wie lang ist das Teil? 480 Meter. 480 Meter. Dunkelheit. Wow. Hallo.
Anfang gehe ich auch rein. Kommt halt eben auch immer drauf an, wie du dich verhältst. Ja. Außer du kämpfst natürlich im Vorgarten. Das ist natürlich anderes, ne? Ja, da kannst du ja sogar selbst in Schottland angepflückt. In ein viel cooleres Video, ja.